Hallo und herzlich willkommen hier bei SRA TV Test Drive. Ich bin Ersin Cihan und ich freue mich, dass ihr da seid. Na, ich sehe schon die fragenden Augen. Da und da. Nein, ich bin nicht der neue Moderator. Marc und die Kollegen machen es super. Nein, nein, das hier ist auch kein Stream von unseren Rennen. Das hier ist was ganz Neues. Test Drive feiert Premiere. Okay, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Auf vielfachen Wunsch von euch haben wir uns jetzt von der Sim Racing Academy uns dazu entschlossen, eurem Wunsch nachzukommen und hier bei SRA TV unter der neuen Rubrik Test Drive für euch Sim Racing Hardware zu testen. Ja, ihr hört richtig. Ich werde jetzt in Zukunft mit euch und für euch Sim Racing Hardware testen. Okay, ihr habt gefordert, wir liefern. Jetzt brauchen wir aber eure Unterstützung, damit weitere Videos wie diese folgen können. Wie diese Unterstützung aussieht, wisst ihr auch selber. Einfach hier diesen Kanal abonnieren. Und fast genauso wichtig ist es, bei den Videos ein Like dazulassen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, einfach auf die Glocke klicken und ihr verpasst kein Video mehr. Jetzt würde ich gerne etwas zu mir sagen. Ihr müsst wissen, ich habe noch nie Videos in dieser Art gedreht. Mein Equipment ist auch sehr bescheiden. Ich filme hier mit zwei Kameras, eins, zwei, und das sind Handykameras. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, wenn die Qualität nicht immer passt oder wenn sich Fehler irgendwo eingeschlichen haben. Wenn wir schon mal dabei sind, wenn da draußen jemand ist, der diesen Kanal und mich als Sponsor unterstützen möchte, zum Beispiel mit einem guten Video-Equipment, dann bitte einfach hier unten steht die E-Mail-Adresse testdrive@simracingacademy.ch. Einfach melden, wir würden uns freuen. Okay, das sollte jetzt auch als Vorwort genügen. Unser heutiger Testkandidat kommt aus dem Hause Simagic. Es sind die hydraulischen Pedale P2000. In diesem Video werden wir sehen, was die Pedale zu bieten haben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, holt euch was zu trinken, was zu knabbern und macht es euch bequem. Denn jetzt beginnt Test Drive. So, da bin ich auch schon wieder, und zwar mit unserem Testkandidat hier. Jetzt machen wir ein schnelles Unboxing und danach schauen wir alles im Detail nochmal an. Also legen wir mal los. So sieht die Verpackung aus, was ich mal zeigen möchte. Ja, hier die Schrift Future is here. Ist schön, aber was ich nicht verstehe ist, wieso es auf dem Kopf steht. Das weiß nur die Magic. Ich weiß es nicht. Denn das geht nämlich so auf. Okay. Machen wir mal so, dass man das auch sieht. Dann öffnen wir mal unser Kartönchen. So, hier ist nur meine Rechnung. Dann haben wir hier eine Garantiekarte. Dann haben wir hier ein Kärtchen. Etwas Großes. Hier stehen die ganzen Maße drin. Ja, ist auch interessant. Okay, können wir nachher mal anwenden. Okay, uns kommt gleich die Baseplate entgegen. Wow, okay. Also ich möchte jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Das machen wir nämlich danach. Okay, packen wir es mal beiseite. Sieht schon mal gut aus. Dann haben wir hier noch unser USB-Kabel. Dann haben wir hier schön, wow, okay, das sind die Pedalplatten, die sehen echt verdammt schick aus, du, und wiegen auch schön. Oh, oh, die stecken schon fest drin, du, bis man die rauskriegt. Okay, einmal und zweimal, so, ja, die sind identisch, die packen wir mal alle beiseite, das kommt alles noch. Haben wir hier und dann
Bremspedal. Oh, okay. Sieht auch gut aus. Erstmal, wie gesagt, alles beiseite packen. So, hier ist nichts mehr drin. Ah, okay. Da haben wir... Das ist... Ah, das ist die Kupplung. Okay. Wie gesagt, packen wir mal alles beiseite. Das betrachten tun wir nachher noch alles genauer. So, das hier ist unser Gaspedal. Okay, auch schick. Auch beiseite. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Schrauben. Ah, okay. Hier ist unser Controller. Das schauen wir uns auch alles noch von der Nähe an. Hier haben wir verschiedene, einige Federn in verschiedener Stärke. 3 für die Kupplung und 4 für die Bremse. Das passt schon. Noch mal beiseite. Was haben wir hier noch? Ah, hier sind noch 1, 2, 3, 4 Imbusschlüsse und eine Halterung. Ich schätze mal, das ist für die Bremse. Okay, das war's. Mehr ist da nicht drin. Und packen wir das mal weg hier. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, das war schon unser Unboxing. Kurz und schmerzlos. Jetzt gehen wir über zum Detailview und da werden wir uns die ganzen Sachen nochmal wirklich im Detail anschauen und ob es die Qualität ist oder die Einstellmöglichkeiten. Also würde ich sagen, ab zum Detailview. Okay, jetzt sind wir hier im Detailview und schauen uns die Pedale mal vom Nahen an und beurteilen auch die Qualität etc. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit der Baseplate an. Also die fühlt sich super an, sieht auch super aus. Ja, also die ganze Verarbeitung etc. Es ist okay, makellos ist es nicht, aber es ist eine Baseplate. Also so ein, zwei kleine Kratzer machen da nichts. Also ich finde das echt gut gelungen. Da sind, ich sage es euch mal so, es sind sehr viele Bohrungen und die haben auch alle Gewinde innen drin. Das heißt, man kann die Pedale wirklich schön verstellen. Also hier gibt es in der Mitte gibt es sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Möglichkeiten. Okay, man muss sagen, okay, bei der Bremse gibt's ja, ist ja noch die eine, das zweite Zylinder muss ja auch noch irgendwo befestigt werden. Aber das schauen wir uns nochmal an. Ja, perfekt. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns das Gaspedal vor. Baseplate beiseite. Das hier ist das Gaspedal. Also da muss ich auch sagen, die Verarbeitung, es fühlt sich alles gut an. Okay, so minimale Kratzer, gut, das ist normal. Aber sonst ist die Verarbeitung auch hier wirklich, ja, ich würde sagen, tadellos fast. Es sind keine scharfen Ecken oder Kanten oder irgendwas anderes, was so hervorsticht negativ. Hier der Seemagic Schriftzug. Ne, sieht gut aus. Ich würde sagen, wir können ja mal direkt hier mal schauen, wie das Pedal überhaupt funktioniert. Besser gesagt, wie das Load Cell hier funktioniert. Ich möchte jetzt auch nicht zu detailreich alles erklären. Nur mal ganz simpel. Hier ist ein Load Cell verbaut. Hier längs, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja.
Und da kommt auch dieses Kabel, wo dann zu unserem Controller führt. Dieses Lötzelt ist auf einer Seite befestigt, ja, mit dem Rahmen zusammen. Das andere Ende, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein ja, länglicher, viereckiges Teil. Und die Seite ist fest und die Seite ist so ein bisschen in der Luft. Und da kommt, wird jetzt Druck ausgeübt. Das ist minimal. Das dehnt sich ein bisschen aus. Und durch dieses Dehnen und wieder zurückkommen, misst es durch den Widerstand wahrscheinlich die Änderungen, und die Änderungen berechnet dann, wird dann im Controller berechnet, und das ergibt dann quasi die Pedalstellung. Ja. Hier ist eine kleine Feder. Ja. Wenn ich jetzt Pedal durchdrücke, wird die Feder quasi zusammengedrückt und der Druck geht weiter auf das Load Cell. Ja, das ist eigentlich das Arbeitsprinzip. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ja, okay, das mal zum Load Cell. Jetzt mal zum Pedal an sich. Wir haben hier einen Dämpfer, der mit Öl arbeitet, also hydraulisch. Und ich finde das hier eigentlich genial. Man kann hier on the fly, ja, den Widerstand verändern. Und zwar haben wir hier ein Drehrad. Ja, im Moment ist er auf 1. Und durch das Drehen des Rades geht wahrscheinlich eine Schraube in so eine Bohrung und verkleinert quasi die Bohrung, damit weniger Öl durchfließen kann. Und somit wird der Widerstand erhöht. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ja, wenn man auf 6 geht, das ist schon, ja, braucht man mehr Kraft wie bei 1. Ja, also gefällt mir sehr gut. Das ist echt was, was einfach und simpel ist, und man kann es wirklich, ja, einfach schnell verstellen. Ja, sehr gut, gefällt mir. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite auch so ein Schraubmutter. Hier ist zum Beispiel eine Wadenschraube drin. Ja, damit wird quasi die Mutter hier festgezogen, damit es nicht von alleine aufdreht wieder. Damit können wir jetzt unseren Pedalweg bestimmen. Ja. Damit, wenn wir jetzt zum Beispiel aufdrehen, begrenzen wir unseren Pedalweg. So haben wir einen kürzeren Pedalweg, wie wenn ich jetzt oben bin. Ja, habt ihr gerade ja direkt an dieser Unterlegscheibe, hier Gummi-Unterlegscheibe gesehen. Das sind ungefähr 5 mm, was wir jetzt mehr an Pedalweg gewonnen haben. Das kann man auch weiter zurückdrehen, aber brauchen wir jetzt nicht alles vorführen. Und dann, wie gesagt, wenn man seine Einstellung gefunden hat, also ich würde es eigentlich komplett so lassen, weil ein Pedalweg ist jetzt nicht so extrem lang. Der passt schon. Und dann einfach die Madenschraube wieder festziehen. Und dann habt ihr auch diese Einstellung hinter euch. Jetzt haben wir hier, wie ihr sehen könnt, eine Sicherung. Man kann durch die Sicherung hier, ich kann es euch mal nochmal zeigen. Hier sind so Markierungen an der Seite. Bei so einem Pedalarm gilt jetzt hier das Hebelgesetz. Das heißt, je länger unser Hebelarm, umso weniger Kraft brauchen wir, laut Hebelgesetz. Das heißt, unser Hebelarm ist hier, also nicht das von hier bis hier, sondern von hier oben bis zu dem Punkt, wo der Dämpfer angeschlossen ist. Das heißt, wenn wir den jetzt ganz nach oben machen, haben wir einen kürzeren Hebelweg. Das heißt, hier, wenn der hier oben ist, brauchen wir mehr Kraft, um das Pedal durchzudrücken. Ist es aber unten, haben wir hier einen längeren Hebelarm, also wird es dann wieder einfacher, also brauchen wir weniger Kraft, um unser Pedal durchzudrücken. Und ich finde es hier auch wieder super simpel gemacht, finde ich gut. Man muss einfach die Sicherung hier abziehen. Ja, und schon kann man den Bolzen oder die Führung herausziehen,
Und hier in der Höhe, ja, alles verstellen. Ich finde es super simpel und super einfach. Ah, hier kann ich euch mal kurz mal was zeigen. Und zwar, wenn ihr das jetzt gelöst habt, wenn euch mal hier Pedalarm einfach mal jetzt aus der Hand gleitet, okay, jetzt habt ihr vielleicht gesehen, man kann hier alles ja, schön beiseite legen. Hier nämlich die Feder, die ich vorhin gezeigt habe, was auf das Lotseil drückt, ist jetzt ab oder ist weggeflogen. Es ist einfach wirklich sehr simpel da befestigt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es sind einfach nur zwei Schrauben. Also die Schraubenköpfe einmal hier und einmal hier unten. Das ist quasi als Führung für die Feder gedacht. Ja? Also macht ihr einfach hier die Feder wieder drauf. Einfach festhalten und dann hier versuchen, oder was heißt hier versuchen? Ihr müsst es hinkriegen, dass die andere Seite wieder auf die andere Schraube genau drauf passt. Ja? Das ist quasi die Führung für die Feder. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich. Ja, es passt. Jetzt ist es wieder drin. Wenn nicht, könnt ihr es sehen. So, ihr müsst einfach nur hier aufpassen, dass die Feder nicht wegspringt. Und dann, wenn ihr das alles, die Einstellung habt, die ihr wollt, ich lasse es wieder auf den Stock-Einstellung, dann einfach wieder den Bolzen durch oder die Welle oder Stift, wie ihr es nennen wollt, dann einfach unsere Sicherung wieder durchschieben und das war's. Das habe ich jetzt falsch rum. So rum muss es rein. Eins und oh, jetzt will er nicht. Ja, komm schon. Ja, manchmal braucht man ein bisschen länger. So. Und schon, ja, hat man auch die Höhe verstellt. Was kann man hier noch machen? Okay, das Einzige, was noch bleibt, ist die Pedalplatte. Und zwar haben wir jetzt hier beim Gaspedal eine Besonderheit. Ich zeige euch mal die andere. Von vorne gesehen sind alle drei Pedale gleich. Ja? Aber hinten hat das Gaspedal hier zwei extra Bohrungen im Gegensatz zu den anderen. Das ist nicht, um etwa die Pedalplatte Richtung Bremse zu verschieben. Nein. Ich muss aber probieren. Vielleicht klappt das auch. Keine Ahnung, habe ich noch nicht irgendwo gesehen. Kann man ja mal probieren. Aber es ist eigentlich dafür gedacht, es gibt optional so ein L-förmiges, ja, aus Aluminium wahrscheinlich, Teil. Und das wird hier hinten rangeschraubt. Wie gesagt, L-förmig. Dann geht es so quasi nach vorne. Und das soll einfach dazu dienen, dass man seinen Fuß auf dem Gaspedal seitlich abstützen kann. Also ausruhen kann. Ja, wer es mag. Also wir nehmen jetzt unsere Pedalplatte. Jetzt schaue ich mal, gucken wir mal, wo die ganzen Schrauben, packen wir die auch mal raus. Okay. So, das sind wahrscheinlich die schwarzen, genau. Und dann brauchen wir noch unseren Imbusschlüssel. Das ist auch wichtig. Da gibt es. So, da sind vier Stück dabei. Ja, vier Imbusschlüssel, das ist auch gut. Jetzt schauen wir mal, welche Größe das ist. Das ist, glaube ich, ja, ein Vierer, glaube ich, ja. Dann nimmt man den. Ach so, genau. Man hat ja auch noch eine Besonderheit an allen Pedalen, Pedalplatten. Wenn man jetzt hier schaut, hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bohrungen, also mit Gewinde. Das ist auch schön, dass man direkt einschrauben kann. Aber ihr seht, die Bohrungen sind alle ein bisschen versetzt. Die sind nicht mittig. Das hat den Vorteil, wenn man nämlich jetzt so, man braucht immer zwei Schrauben, ja, um es an Pedal festzuschrauben. Wenn wir jetzt so die Pedalplatte verschraubt haben, da sieht man hier, nach oben quasi den Abstand.
Ja? Und das sind ungefähr, ja, 15 mm, schätze ich mal. Wenn man jetzt aber die Pedalplatte einfach umdreht, ja, und das dann festschraubt, den zwei Schrauben, haben wir hier ungefähr, ja, 2 cm, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben nur durch das Umdrehen um 180 Grad, haben wir unsere Pedalplatte quasi nach oben verstellt. Ja, das ist eine gute Idee, muss ich sagen. So, da lassen wir jetzt auch erstmal alles auf normal, also die längere Seite nach unten. Dann einfach die Schraube durchstecken, dann ein Loch treffen. So, das ist genau, das ist die normale. Dann haben wir hier nämlich exakt bündig oben. Jetzt nehmen wir die zweite Schraube. So. Das war dann quasi unsere Pedalverstellung. Schön festziehen, damit sie beim Fahren nicht aufgehen kann. Und nochmal das Loch treffen, ja, das ist nicht immer, nicht immer einfach. Okay. So, dann hätten wir unser Pedal auch angebracht. Also ich finde, das sieht echt schön aus. Also da haben sie schon, ne? Das sieht schon echt schick aus. Okay. Das war's mit unserem Gaspedal. Und ich schaue nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein, die Pedalverstellung. Alles okay. Da haben wir, das haben wir. Nee, ist okay. Das war's, was man hier am Gaspedal verstellen kann. Das tun wir erstmal auch beiseite. Obwohl, einen Blick. Ich glaube, ich montiere den direkt. So. Um halt das Spiel zu testen, ob da ein Spiel ist, wenn es fest ist. So, dafür haben wir jetzt diese Schrauben, und zwar mit Unterlegscheiben. Eins und zwei. Immer zwei pro Pedal. So, jetzt würde ich sagen, okay. Ganz nach außen. Halt, das ist die falsche Seite. Wir wollen ja so rum, ne? Okay. Ich würde sagen, wenn ich das so ganz nach außen. Okay, machen wir mal ein, zwei, dritte Loch. Das meine ich. Man hat hier wirklich, guck mal, vier Positionen, wo man, zeige ich mal so rum. Man hat hier vier Positionen, wo man das Pedal montieren kann, ja? Ob man halt nah am Bremspedal ist oder eher ganz nach außen. Das ist wirklich je nach Wunsch verstellbar. Das finde ich auch gut. Vor allem muss man nicht wie bei einigen Herstellern von oben einen Schraubesteck reinstecken und von unten dann mit einer Mutter und Gabelschlüssel da versuchen, alles festzuziehen. Eins, zwei. Und das ist schon alles an Schrauben, was man da reindrehen muss. Auch super einfach. Ja. So. Dann nehmen wir wieder unsere Imbusschlüssel. So. Fest, aber nicht zu fest, nicht überdrehen. Nach fest kommt bekannterweise lose. Ne? So. Jetzt können wir mal gucken. Also, wow. Ich versuche mal jetzt hier seitlich zu bewegen. Da ist echt kein Spiel. Also, das ist super. Also, dass hier so, also kaum Spiel ist, ist minimal vielleicht. Aber nicht mal, ich spüre da nichts. Nein. Wow. Das überrascht mich jetzt. Echt super Qualität, und vor allem habe ich ja noch nicht einmal festgezogen. Man sollte eigentlich die Schrauben überall noch mal nachziehen zur Kontrolle, ja, damit die auch wirklich fest sind. Das empfehle ich
bei jedem, was man kauft hier, an Hardware, lieber die Schrauben nachziehen, als nachher irgendwas beim Benutzen dann kaputt machen. Ne? Naja, also wie gesagt, perfekt. Das Einzige ist jetzt hier am Spiel. Seht ihr das? Hier. Also, und zwar ist es das Spiel zwischen diesem Bolzen hier und das Loch hier im der Bohrung hier im Hebelarm. Ja, das ist. Ja, ist minimal, okay, aber ja, das könnte man beheben, wenn man hier vielleicht, wie hier oben zum Beispiel in die Bohrung, so ein Isolierband ranklebt, weil das ist so minimal, dann wäre das damit schon behoben. Ja, also ist nicht so schlimm. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, packen wir das mal wieder beiseite. Kommen wir mal zum nächsten Pedal. Und zwar ist es die Kupplung. Es gibt da jetzt eigentlich auch nicht viel dazu zu sagen. Es ist ja vom Aufbau her fast bis auf das Hebel hier baugleich wie mit unserem Gaspedal. Also auch wieder Lowzelle, wieder das gleiche, wieder mit der Feder hier unten. Und die Verstellung hier wieder das gleiche. Ja, die Kupplung hat nur zwei Löcher. Also nach oben ist es härter durchzutreten, unten ist es einfacher. Es ist wieder die Sicherung hier, was wir hatten beim Gaspedal mit dem Bolzen. Exakt alles gleich. Also ich habe auf der Internetseite geguckt. Achso, das habe ich auch beim ne, Gaspedal haben wir das nicht. Man kann die Pedale leider nicht in der Neigung nach vorne und nach hinten verstellen. Das, was ihr hier seht, das ist eigentlich nur Täuschung. Es ist hier wirklich sehr wenig Gewinde vorhanden. Man kann jetzt die zwei Muttern lösen. Hier. Man kann die beiden Muttern lösen und oder sogar rausdrehen. Also die mittlere Gewindestange kann man rausdrehen. Aber wie gesagt, die Gewinden hier am Ende sind so kurz, dass man ja nicht viel verstellen kann. Es ist eigentlich nur dazu gedacht, dass alle drei Pedale so weit einstellbar sind, dass sie dann später auf Wunsch halt auf einer Linie zumindest sein können. Ja, das ist etwas schade, wie ich finde, weil da hätte man hier ein bisschen längere Gewinde machen können und dann hätte man auch die Pedale wirklich schön ja, verstellen können von der Neigung, ne? Von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Das hat es leider nicht. So, wie gesagt, Verstellung ist alles gleich. Pedalplatte ist gleich. Ja, genau das gleiche. Und das Einzige ist jetzt, bei der Kupplung haben wir hier einen Mechanismus, was ich zuvor noch bei keinem anderen Hersteller gesehen habe. Also auch hier nochmal, ne, die Verarbeitung ist top. Da sind keine scharfen Kanten oder ja. Die sehen alle gut aus. Wirklich alles schön, geschmeidig. Jetzt, und zwar hier dieser Nut. Ne? Das ist als Führung, wo ja, nach vorne wandert, wenn man das Pedal durchtritt und dann hier runterrutscht. Und das hier, ab dieser Kante quasi, wo es dann nach unten geht, ist der Bereich, wo es dann einfacher zu drücken ist, also da, wo man weniger Kraft braucht. Und das soll quasi die Kupplung simulieren nach dem Schleifpunkt, wo quasi die Druckplatte von der Kupplung durchgetreten wird. Ja? Können wir mal testen. Wenn er hier ist, dann hopp, rutscht es runter. Und das ist schon vom Prinzip her ist es echt gut, muss ich sagen. Also es ist was anderes und es funktioniert. Also ich finde es interessant. Die haben jetzt wirklich nicht kopiert, sondern ja, haben sich da was selber was einfallen lassen, was noch keiner hat. Das finde ich super. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Hier kann man natürlich
unseren Filter wechseln. Und zwar haben wir jetzt hier, ja, alles raus, sorry für die Geräusche. Und zwar haben wir jetzt hier 3 zusätzliche Federn. Wenn ich jetzt von der Stärke her gucke, ja, grün ist stärker. So, die stärkste ist schwarz, dann grün, dann blau. Und rot ist, glaube ich, oder blau? Ja, eins von den schwächeren zumindest. Und die beiden sind hier die stärkeren. Also das kann man hier leicht austauschen. Man schraubt einfach diese 2 Schrauben hier ab. Dann kann man das, dieses Stück hier rausziehen. Feder raus, neue Feder rein und wieder einsetzen. Also mehr ist es nicht. Ja, ich würde sagen, vom Prinzip her war es das auch. Da ist eigentlich, wie gesagt, nicht viel. Was jetzt aber bei mir ein Sonderfall ist. Normalerweise würde man ja die Kupplung jetzt ganz nach außen montieren. Okay, ich drehe es mal zu euch rüber, dass ihr es besser seht. Ja, auch mal da. Die Kupplung ganz nach außen. Und hier ist dann die Bremse. Aber sagen wir mal jetzt ehrlich, ich fahre zum Beispiel iRacing und ich fahre GT3, ich fahre Porsche Cup. Eigentlich alle Autos, die ich fahre, die haben alle sequentielle Schaltung, wo man die Kupplung selber nicht braucht. Es ist daher für mich, ich empfehle es wirklich jedem, der wie ich nur so solche Autos fährt. Ich nämlich tue meine Kupplung in die Mitte. So rum natürlich, andersrum wäre es ein bisschen schwer. Tue ich in die Mitte. Und mein Bremspedal links außen. Ja, warum? Weil ich ja, wie gesagt, eigentlich nur Gas und Bremse hauptsächlich benutze. Die Kupplung benutze ich eigentlich nur bei den Starts. Und wenn ich von der Strecke fliege, dann drücke ich halt die Bremse und auch die Kupplung, damit ich nicht vom Motor noch irgendwo einen Druck bekomme und doch noch irgendwo weiter rutsche. Weil ich habe bei vielen Leuten gesehen, die eigentlich genauso wie ich die Kupplung sehr wenig benutzen und dann immer versuchen, die Bremse halt so weit wie möglich nach links zu bringen, damit die Beine parallel, ne, ausgestreckt sind. Und das ist halt ergonomisch ja, und auch gesund. Ja, ich hab dann meine Beine wirklich so parallel ausgestreckt und kann schön auch meinen Bremsdruck regulieren und auch mein Gaspedal. Und meine Beine, ja, sind nicht irgendwie schräg, wo auch ungesund ist und nach einer Zeit wahrscheinlich auch irgendwelche, ja, Schmerzen verursacht. Wie gesagt, ich schraube jetzt deshalb die Kupplung zuerst hier direkt in die Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das bei irgendeinem anderen noch gesehen habt, aber wie gesagt, es soll ja für mich passen, damit ich meine Bewertung da abgeben kann. Also ich schraube das genau in die Mitte. Ja, es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bohrungen. Und ich schraube es genau in die Mitte. So. Dann hätten wir das auch. Wo ist... Da ist mein Imbusschlüssel. Wie gesagt, wieder gilt, nach fest kommt lose. Und ja, somit hätten wir auch unsere Kupplung festgeschraubt und hier auch. Achso, da kann ich auch noch mal erstmal testen, ob die Schrauben fest sind. Ja, fest. Und da auch fest. Okay. Also da habe ich wirklich auch wieder kein Spiel. Null. Also da bewegt sich eher so ein bisschen alles mit, so ein bisschen, aber da ist kein Spiel. Das ist sehr gut. Und hier auch wieder, leider, haben wir wieder das Spiel hier zwischen P
Pedalarm, der Bohrung und dem Bolzen. Ja, also das hätten sie besser machen können. Ja, das ist, aber wie gesagt, man kann das wirklich wahrscheinlich mit so Isolierband in das Loch außen, wenn man da ranklebt, dass das weg ist, weil das ist wirklich minimal. Also es klackert derzeit, weil Metall auf Metall schlägt, ne? Aber ja, okay. So, jetzt würde ich sagen, machen wir hier auch noch unser Pedal, unsere Pedalplatte ran. Und dann kommen wir auch zur Bremse. Vielleicht wichtigste Part für die meisten. Da eigentlich für uns alle, schätze ich mal. Ja, und dann werden wir sehen, was die Bremse zu bieten hat. Hier erstmal auch ganz simpel. So, festziehen wieder. Einmal, zweimal. Okay, jetzt haben wir beide Pedale dran. Schiebe ich das mal wieder beiseite. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem Bremspedal. Okay. Da seht ihr wieder, eigentlich Aufbau, Pedalarm etc. ist alles gleich. Ja, da gibt es keine Unterschiede. Wir haben hier Bremsflüssigkeit drin. Hier unser erster Bremszylinder, das ist unser Hauptbremszylinder, Masterzylinder. Das hier ist das Slave-Zylinder. Das heißt, das ist unser zweiter Zylinder. Durch das Drücken vom Pedal, okay, der ist jetzt zu kräftig, da kann ich nicht mit der Hand drücken, entsteht hier natürlich Druck. Die Flüssigkeit läuft hier in der Leitung von Masterzylinder raus, geht ins Slave-Zylinder, also ins zweite Zylinder. Also hier kommt die Flüssigkeit und drückt dann quasi, drückt den Kolben hier rein. Und hier ist eine Welle, ja, die hier in der Mitte. Das kann man ja mal aufschrauben. Aber nee, erstmal mal abwarten. Und wenn der Kolben mit der Welle nach innen gedrückt wird, zieht es quasi diese Federn zusammen. Das heißt, unser Bremsdruck hier, was hier entsteht, drückt oder arbeitet gegen diese Federn. Und der Druck, der hier entsteht, das misst dann unser Sensor und gibt es an den Controller weiter. Und der gibt es dann an die Simulation weiter. Ja, das ist hier die Funktionsprinzip von der Bremse, von der Hydraulikbremse. Was kann man hier jetzt einstellen? Hier gilt genau das Gleiche. Wir haben hier vier Bohrungen, wo wir in der Höhe verstellen können. Und genau hier gilt auch dasselbe Prinzip. Hebelarm, wenn unterste Loch, längste Arm. Das heißt, wir brauchen weniger Kraft wie ganz oben, kürzester Hebelarm. Hier brauchen wir mehr Kraft. Ja, hier wie gesagt kann man auch nicht verstellen, das ist nur minimal. Ja, und wie gesagt, das ist nur fürs Korrigieren, dass alle Pedale gleich sind, sonst ist da nicht viel. Was gibt es noch? Ja, von der Verstellung war es das eigentlich. Da gibt es nicht mehr, was man verstellen könnte. Wir können aber hier an der Bremse sage ich schon, am zweiten Zylinder, wie gesagt, wir können die Federn hier wechseln. Ja, das ist auch sehr simpel. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier ist auch irgendwo eine Madenschraube. Muss ich erstmal selber suchen, da. Und zwar hier. Ich zeige euch mal. So. Genau da sitzt eine Madenschraube. Ja, das tun wir einfach lösen. So, damit wir auch Gewinde nicht kaputt machen. Dann kann man das obere, hier muss man festhalten. Kann man das rausdrehen, und wenn man das rausgedreht hat, nicht die Kupplung betätigen, die Bremse betätigen, sonst fliegt da alles uns um die Ohren. So, dann kann man hier Sensor rausnehmen. Der sitzt hier, wie gesagt, in so einem Alu-Gehäuse,
ja, wo er Platz nimmt. Es ist einfach simpler Drucksensor, was wir hier haben. Ja, und wie gesagt, der misst dann den Druck, was hier entsteht, und gibt es dann den Controller weiter. Ja, man kann hier jetzt eigentlich ja, die Federn wechseln. Ganz simpel. So. Dann je nach Wunsch die Federstärke ja, austauschen und die einbauen, ja, die man möchte. Ich lasse das jetzt alles bei Originalzustand, weil ich will immer die Hardware te so testen, wie die Hersteller sie mir zuschicken oder halt euch zuschicken, je nachdem, wie man sie kriegt. Und so teste ich eigentlich, ja, ob die Voreinstellungen von den Herstellern was taugen. So, dann, ach so, es gibt auch jetzt als optionales Teil kann man auch das 200 Kilo Sensor kaufen. Und weil das hier ist das 100 Kilo Sensor, und ja, einfach dann, wie gesagt, wie jetzt auch abschrauben, Sensor raus, Sensor rein, und das war's schon. Finde ich auch eine gute Idee, also recht einfach. Jetzt beim Zusammenbauen muss man aufpassen. Was heißt aufpassen? Hier macht man jetzt die Vorspannung, was man möchte. Ja. So, ich würde sagen, das ist gut so. Dann nicht vergessen, die Madenschraube wieder festzuziehen. Hat da auch eine Kerbe? Nein. Die Madenschraube wieder festziehen, und somit hätten wir die Federn ausgetauscht oder den Sensor, je nachdem, was man austauschen möchte. So, jetzt kommen wir mal zur Befestigung. Und zwar haben wir hier eine Halterung. Ja. Dafür braucht man eine von diesen Schrauben, Senkopfschrauben. Man kann das jetzt mit dieser Schraube hier am Boden, ups, oh je, hier am Boden ist auch eine Bohrung mit einem Gewinde dran. Man kann jetzt damit hier die Halterung hier festschrauben. Ja. Und mit dem kann man dann quasi so, hier ist die Bohrung, mit den zwei Bohrungen hier, oder mit, ja, hier, ganz normal an der Seite das festschrauben. Aber ich möchte das nicht so befestigen, ja, so, sondern es gibt noch eine andere Möglichkeit, was ich viel besser finde. Später zum, ja, Tauschen der Feder etc. So müsstet ihr quasi zwischen die Pedale, ja, rein und hier dann rumwuschteln. Also das ist überhaupt nichts für mich. Also, ich zeige euch jetzt, wie ich es mache. Das wieder raus. So. In diesem Fall brauchen wir diese Halterung nicht mehr. Wir nehmen jetzt unsere Baseplate und legen das mal so zur Seite. Ja? Jetzt haben wir, jetzt muss ich selber mal gucken, eins kommt da hin und dann der, okay. Wir nehmen jetzt eine Bohrung hier, aber diese zwei Löcher, wenn ihr seht, die sind von dieser Seite ist die Senkung. Das ist einfach dafür da, dass ich jetzt mit dieser Schraube, ja, hier, jetzt mal die andere Seite, den zweiten Zylinder hier dran befestige. Dann steht er nämlich senkrecht nach oben. Ich zeige es euch gleich. Also, wir machen mal, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, wie ich das jetzt gerade erklärt habe. Also, wir montieren jetzt erstmal unseren Bremspedal hier an die Seite. Ich würde sagen, auch nicht so weit. Jetzt so, also, dass ihr es besser sehen könnt. So, das lassen wir erstmal noch. So, jetzt sollen wir unsere Schrauben einmal durch, genauso wie beim Gaspedal, zweite von außen. Sollte reichen. Noch ein
Haben wir hier die nächste Schraube. So, jetzt haben wir das auch. Okay, es dauert ein bisschen, aber wir wollen hier alles richtig machen. So, jetzt wieder, ihr wisst ja, ich sag's nicht. Nicht nochmal. So, festziehen. Okay. So, jetzt nämlich möchte ich, dass dieser Zylinder genau so hier so befestigt wird. Weil dann kann ich hier später ganz locker dran arbeiten. Also, legen wir das mal wieder so zur Seite. Hier ist die Bohrung. Ja, da wo die Senkung ist, einmal da rein. So, jetzt brauche ich erstmal meinen Imbus. So, und dann einfach von der anderen Seite hier, zeige ich mal so rum, dann einfach festziehen. Man kann dann gucken, ob man den Zylinder so ein bisschen, ja okay, man darf die Leitung nicht zu arg biegen, deshalb lasse ich so rum, so entspannt und ziehe es dann so fest. So, da auch festziehen. Okidoki. So, jetzt haben wir hier nach meinem Wunsch, ja, die Pedale aufgebaut. Und jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich die Kupplung in der Mitte montiert habe, wie gesagt, sind meine Beine parallel, ja, ausgestreckt, und ich kann wirklich ja, schön meine Kraft ans Bremspedal weitergeben, ohne dass ich dann irgendwann mal Knieschmerzen oder so bekomme. Hier machen wir auch noch schnell die Pedalplatte ran und dann haben wir auch die Montage von den Pedalen abgeschlossen. Und ja, wären soweit eigentlich fertig, weil ich habe da jetzt nichts mehr, was man noch erklären könnte. Aber ich schaue es mir noch mal kurz an, bevor ich irgendwas Falsches sage. Also jetzt auch wieder festziehen. Einmal, zweimal. Na, der will nicht. Es ist wieder schwierig, wie gesagt, manchmal das Loch zu finden. Okay. ja, hier schauen wir auch nochmal. Also wieder wirklich so null seitliches Spiel. Also ich bin echt beeindruckt, muss ich sagen. Also ich kenne das von anderen Herstellern wirklich anders, wo hier wirklich viel Spiel ist, bei denen null. Aber auch hier wieder dieses Spiel, ne, von den Bolzen, wie gesagt. Ja, ist halt auch minimal, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Welt. Aber hätte man besser machen können, wenn man schon wirklich alles so gut hingekriegt hat. Ja, nur dieses Spiel bei allen Pedalen, mit der Kupplung ist ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, die Pedale sehen echt gut aus, oder? Also da freut sich doch wirklich jeder Simracer, wenn sie sowas Schönes sieht, oder? Das ist, ich finde es echt super. Ja, die sind sehr schick. Ja, ach so, wir haben ja noch unser, ah, okay. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eines, und zwar unseren Controller. Ja, der ist eigentlich auch sehr simpel gehalten. Ja, und man sieht hier vier
vier Buchsen, wo dann die Stecker reinkommen. Und zwar diese hier, ne, was wir hier haben. Einmal von dem Drucksensor und zweimal von Load Cell. Hier ist das Gaspedal, Bremse, Kupplung. Und ganz außen, das vierte, ist für die Handbremse bestimmt. Aber wie gesagt, ich habe Handbremse von Simagic noch gar nicht gesehen. Ich habe nur ihren sequentiellen Schalter gesehen, der auch gut aussah. Auch in anderen Tests gut abgeschnitten hat. Aber ich habe es, wie gesagt, also die Handbremse habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall habt ihr dann die Möglichkeit, die Handbremse dann auch anzuschließen. Und hier hinten dann natürlich USB-Anschluss. Ah, und was noch interessant ist, hier haben wir einen Button, ja, der rastet ein. Ich habe jetzt mal in der Bedienungsanleitung, Online-Bedienungsanleitung mal gelesen, da steht, man kann damit die Pedale kalibrieren. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gedrückt oder nicht gedrückt ist. Ich glaube gedrückt, man drückt es ein, bis einrastet. Dann tritt man alle drei Pedale nacheinander durch und lässt es wieder los. Dann drückt man wieder drauf, damit es gelöst wird. Und das war schon eine Kalibrierung. Aber die empfehlen halt trotzdem nicht das zu machen, sondern das am PC, also mit der Software zu machen. Okay, dann hätten wir das auch. Ja, das war es eigentlich vom Detailview. Als nächstes würde ich die Pedale dann in meinem Rig montieren und anschließen. Und wir würden uns danach sehen, um die Software herunterzuladen, die Pedale zu kalibrieren und die Software auch mal durchforsten. Und danach würden wir einen Testdrive machen auf der Nordschleife. Okay, dann würde ich sagen, ab zu mir ins Rig. Ich sitze jetzt hier in meinem Rig. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Pedale auch schon montiert und auch schon angeschlossen. Jetzt machen wir erstmal eine Trockenübung, um zu sehen, wie sich die Pedale anfühlen. Und auch mal die Lautstärke, die Geräuschkulisse mal abchecken. So, dann fange ich mal mit dem Gaspedal an. Also die Lautstärke, da hört man eigentlich nichts. Das ist echt super leise. Und fühlen tut sich das Gaspedal echt geschmeidig an, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr gut. Es fühlt sich schon echt an. Mein Gaspedal in meinem Audi A3 fühlt sich fast identisch an. Also da haben sie schon gute Arbeit geleistet. Also Gaspedal gefällt mir schon auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal die Kupplung, was die für Geräusche von sich gibt. Ja, ist okay, geht. Es sei denn, wenn man abrupt oder schnell seinen Fuß wegzieht, dann hört man her. Okay, aber normal fährt ja keiner so, also würde ich sagen, ist das kein Problem. Weil sonst ist es nur das hier. Man könnte ja beim Anschlag ja so einen Puffer irgendwie herankleben und dann ist es auch erledigt. Und jetzt dazu, wie es sich anfühlt. Es ist jetzt nicht so, dass es ja mir jetzt wie in einem echten Auto vorkommt. Aber dieser Schleifpunkt, den fühlt man wirklich sehr gut. Also man kann das Pedal auch da halten. Ansonsten ist die Feder jetzt ein bisschen zu weich, die jetzt verbaut ist. Da könnte man schon ruhig die härteren nehmen. Aber ich meine, auch so ist es jetzt kein Nachteil. Man muss ja nicht unbedingt immer mit voller Kraft dagegen treten. Aber gefällt mir doch. Schauen wir uns mal die Bremse an. Erstmal auch mal wieder
wie es sich anhört. Okay, also was ihr jetzt hört, ist die weichere Feder oben. Das schleift jetzt nicht irgendwo, sondern ich glaube, das ist einfach die Feder, was durch den Druck, durch das Bewegen dieses Geräusch abgibt. Aber vielleicht kriegt man es ja mit WD-40 oder so weg. Muss man mal probieren. Und wie fühlt sich die Bremse an? Also die ist schon hart. Ist nicht so weich. Obwohl wir ja nur, sagen wir mal, die mittelharte Feder und die weichere Feder verbaut haben. Ich kann zum Beispiel meinen Fuß drauf lassen, ohne dass es betätigt wird. Das ist ja auch sehr gut, weil man dann seinen Fuß einfach da so beim Rennen ausruhen kann, ohne es immer wieder wegnehmen zu müssen, wie jetzt zum Beispiel beim Gaspedal oder so. Und es ist schön dosierbar, wie ich finde. Man spürt, dass es immer härter wird. Und genauso, es gibt so einen Punkt, wo du spürst, dass die härtere Feder auch mitmischt. Und dann kommt auf einmal ja, so ein harter Widerstand. Aber ich finde, das ist genau richtig. Also ich schätze mal, genau da, wo diese harte Feder eintritt, da hat man, glaube ich, so ungefähr 80%. Und das ist bei iRacing, wie ihr wisst, ja eigentlich optimal. Ich meine, ich glaube, maximal habe ich gesehen 85% Bremskraft oder Bremspedalweg. Alles darüber hinaus führt zu Blockieren der Räder. Hoffentlich liege ich da jetzt mit dem Wert nicht falsch, aber ungefähr so war das. Ja, fühlt sich super an. Okay, dann würde ich sagen, dabei belassen wir das jetzt erstmal und schauen jetzt, dass wir die Software herunterladen. Dafür gehen wir jetzt ins Internet natürlich. Wir öffnen unseren Browser und geben dann dort www.zmagic.com ein. So. Und dann sollten wir schon auf der Homepage landen. Und da sind wir schon. Nicht erschrecken, ja, die Seite ist erstmal komplett auf Chinesisch. Aber kein Problem, man scrollt komplett runter. Und ganz unten links sieht man dann Chinesisch und Englisch. Dann klickt man einmal auf Englisch. Und schon haben wir alles auf Englisch. Jetzt gehen wir ganz oben auf Support und Download. Und im neuen Fenster öffnet sich dann einmal, also zwei Reiter, einmal für die Treiber und auf dem anderen ist dann die Bedienungsanleitung und so ein Instruction Manual, also alle Maße etc. Und wie man die am besten montieren kann, die Pedale. Also auf jeden Fall die beiden Dateien auch runterladen und auch mal durchlesen, weil da sind viel Informationen, die ihr braucht. Oder die euch dann weiterhelfen. So, wir brauchen jetzt erstmal, wie gesagt, nur die Software zum Kalibrieren. Die heißt hier Zmagic Pedals Control Center. Die tut ihr dann herunterladen. Ich habe schon heruntergeladen. Und dann natürlich auch installieren. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt, kommt erstmal ein Firmware-Update. Das einfach durchführen. Und dann ist es erledigt. So, jetzt starten wir mal die Software. So, wie ihr seht, ist es ja recht übersichtlich gehalten, was ich auch sehr positiv finde. Also man muss nicht unbedingt ja, so viele Schnickschnacks einbauen, dass es dann einen umhaut und dann, wo man dann gar keinen Überblick mehr hat. Hier ist wirklich alles übersichtlich. Also wir haben jetzt hier für jedes Pedal so einen eigenen Bereich. Dazu kommen wir noch. Dann haben wir ganz unten hier kann man die Profile aussuchen, die man dann selber erstellt und gespeichert hat. Hier ist nur alles zurücksetzen. Dann links Save As, also speichern unter oder speichern als. Hier werden dann die Profile gespeichert. Also wenn man jetzt hier das quasi eingestellt hat,
Da klickt man darauf, dann hier vergibt man einen Namen, zum Beispiel für einen Porsche Cup. Dann geht man auf Save, können wir mal kurz mal machen. Machen wir einfach mal Porsche. Machen wir einfach Porsche, dann gehen wir auf Speichern. Das Save As. Ne? So, jetzt hat er gemacht und jetzt haben wir hier zum Beispiel, wenn wir bei den Profilen sind, kann man Porsche dann auswählen. Einfach und simpel. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und gehen auf Default und das kann man ja dann auch wieder löschen. Löschen wir mal, okay. Und links neben Speichern unter ist einfach Save, also Speichern. Das speichert dann direkt auf unseren Controller an den Pedalen. Okay, dann schauen wir mal weiter, was gibt es hier noch. Okay, ganz links ist eine Auswahl zwischen Pedalen und Handbremse. Ich habe ehrlich gesagt keine Handbremse von Simagic gesehen, nur einen sequenziellen Schalter. Okay, vielleicht kommt das ja in der Zukunft jetzt bald. Oder ist es schon erschienen und ich habe es nicht gesehen. Da will ich jetzt nichts sagen. Okay, das wäre jetzt, was die Software quasi die Oberfläche angeht. Jetzt schauen wir uns mal an, was man bei den Pedalen selber einstellen kann. Aber zuvor sollte man erstmal kalibrieren. Da geht man hier oben auf Kalibrieren. Und jetzt kommt die Seite, wo steht, okay, don't press any pedals, also gar keine Pedale drücken. Dann auf Kalibrieren klicken. So, jetzt müssen wir jedes einzelne Pedal einzeln durchtreten. So, Gaspedal. Jawohl. Die Kupplung. Okay. Und jetzt die Bremse. So, dazu jetzt mal ein Tipp. Ich mache das mal wieder zurück. Man kann es jetzt einfach wieder zurückstellen quasi und ja, wieder von vorne machen. Wenn ich jetzt das Pedal komplett durchdrücke, aber wirklich kräftig, dann seht mal, bis wohin ich komme. Aber ich möchte in der Simulation nicht so viel Kraft aufwenden müssen. Das heißt, ich stelle es mir jetzt so ein, dass ich jetzt, ich stelle mir vor, ich fahre jetzt ein Auto und bremse ganz normal, okay? So. Das wäre jetzt meine normale Bremsung. Und wie gesagt, ich möchte ja, dass es im Spiel so ungefähr 80-85%, von mir ist auch 90% beträgt. Wo ich sag mal, nicht ganz fest durchtreten muss. Das ist wie gesagt dieser Punkt. So. Das machen wir nochmal. So. Und wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann drücke ich nochmal so ein bisschen dazu. So ungefähr 15%. Damit diese 100%, ja, minus 15, habe ich dann meine 85%, bis das Pedal richtig hart wird. So, dann klicken wir mal hier auf Finish. Das wäre jetzt die Kalibration. Und man könnte jetzt direkt in seine Simulation und dort halt nochmal kalibrieren. Das zeige ich jetzt nicht extra, weil jede Simulation ist ein bisschen anders. Obwohl die Art und Weise, Vorangehensweise ist ja gleich. Ich möchte euch jetzt hier erstmal zeigen, was diese Regler hier sind oder wofür die da sind. Wir haben hier zum Beispiel für jedes Pedal hier vier Voreinstellungen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, unten, sagen wir mal, das ist die X-Achse und hier ist die Y-Achse. Die Y-Achse wird hier aber oben hier nochmal gezeigt, wenn man jetzt zum Beispiel das Pedal betätigt. Okay, also, das hier unten ist unser Pedalweg. Hier, sagen wir mal hier. So, das ist unser Pedalweg. Also von 0% bis 100%. Und unser Pedalweg ist die Eingabe. Hier, also links, ist dann die Ausgabe. Also das, was die Software an die Simulation weitergibt. In diesem Fall, jetzt in diesem linearen Fall, sind 20% Eingabe, also 20% Pedalweg, auch 20% Ausgabe, also hier. Das, was bei der Simulation ankommt. So, was kann ich hier jetzt machen? Ich könnte jetzt hergehen und sagen, beim Gaspedal, ich fahre einen Porsche Cup oder auch ein Supercars, diese V8 Autos, wo das Gas wirklich sehr empfindlich ist, wo sofort das Heck kommt, wenn man ein bisschen zu viel Gas gibt. Wenn man das am Pedal selber
vielleicht nicht so ganz spürt oder so fein dosieren kann. Kann man jetzt hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt 20% Eingabe habe, also Pedalweg, möchte ich aber nur 10% als Ausgabe haben. So, wenn ich komme jetzt dahin, das sind jetzt bei ungefähr 27% sind es jetzt als Ausgabe nur noch 18%. In der Mitte können wir auch noch machen, so ein bisschen. So, also jetzt bin ich, wenn ich bis 50% gehe, Eingabe, habe ich nur 40% Ausgabe. Das heißt, wir haben jetzt bei unserem alten Pedalweg, was wir immer benutzt haben zum Beispiel, haben wir jetzt anstatt 50% bis hierhin immer also so eine sanfte Steigung, ne? Bis die Räder dann, die Reifen dann Grip aufbauen und dann erst kommt Power dann durch. Ja, und das ist eigentlich ja, das Prinzip dahinter. Das ist bei jedem Pedal gleich und so kann man das für sich nach seinem Wunsch einstellen. Ja, ich mache mal hier wieder alles zurückstellen. Ich kann euch ja noch mal kurz ein Beispiel an der Kupplung zeigen. Wenn ich zum Beispiel für die Starts ja, so einen schönen Schleifpunkt erreichen will, was aber nicht immer so einfach ist. Hier jetzt im Normalfall drückt man die Kupplung. So, wenn man die loslässt, zum Beispiel beim Porsche Cup haben wir diesen Schleifpunkt ungefähr bei 45-48%, glaube ich. Sagen wir einfach mal 50. So, jetzt müsste ich bei Linearem wirklich beim Loslassen der Kupplung direkt diese 50% erreichen, um dann dort ja, langsam meinen Fuß vom Pedal zu nehmen. Es ist halt schwierig, direkt diesen Punkt zu erreichen. Also, was könnte man jetzt hier machen? Man könnte sagen, okay, diesen Punkt ein bisschen verbreitern, ja, also vergrößern. Also würde ich jetzt hergehen, diesen Regler hier, beide auf 50 bringen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt bei 50 sind. Schauen wir mal. Ja, so. Jetzt habe ich dadurch zwischen 50% und 75% nur 50% Ausgabe. Das heißt, da fällt es mir einfacher, diesen Schleifpunkt zu finden. Also, wir treten wieder durch. Ne? Gas, erster Gang. Und dann lassen wir los. Okay, das war zu viel. Lassen wir los. Und ich bin, obwohl ich jetzt hier normalerweise bei 60% bin, ist Ausgabe 46%. Also ich habe hier dieses Spiel hier noch, wo ich halt ein bisschen genauer dosieren kann, um dann langsam meinen Fuß vom Pedal zu nehmen. Das wäre zum Beispiel auch nochmal ein Beispiel dafür, was man hier so machen könnte und was auch wirklich hilfreich ist dann. Ja, was gibt es hier noch? Dann oben, also in der Mitte, haben wir hier Force Level. Das heißt, man kann hier die Stärke einstellen vom Sensor. Ob man wirklich 100%, in diesem Fall 100 Kilo, drücken muss, damit ich diese 100% erreiche. Man könnte es dann runtersetzen, zum Beispiel auf 70% oder keine Ahnung was, jetzt in diesem Fall 68. Jetzt kriege ich schneller die 100% als Ausgabe mit weniger Kraft. Und ja, das ist, ich weiß nicht, wann man das benutzen könnte. Man hat ja jetzt vorher bei der Kalibrierung, haben wir das ja eigentlich schon so ein bisschen eingestellt für uns. Bräuchte man das eigentlich jetzt so nicht mehr. Da können wir auch bei zurückstellen alles, genau. Und ja, das war's. Mehr hat es eigentlich nicht zu bieten, oder was heißt zu bieten? Es ist auch ausreichend. Und ja, das war's, was die Software betrifft, was die Kalibration betrifft, was die Einstellung betrifft. Als nächstes gehen wir dann mal auf die Strecke, würde ich sagen. Meine Teammates bereiten schon unseren Porsche Cup vor und ich melde mich, wenn ich im Auto sitze. Also bis gleich. Wir sitzen jetzt hier im Porsche Cup von der Sim Racing Academy. Meine Teamkollegen haben hier alles schon vorbereitet gehabt. Wir müssen jetzt nur kurz warten. Wir von der Sim Racing Academy haben nämlich die ganze Strecke gebucht, nur für uns. Wir machen jetzt eine Runde auf der Nordschleife und wir sind komplett alleine. Ich muss jetzt aber nur kurz warten, bis der letzte Fahrer da aus der Strecke rausgefahren ist.
oder von der Strecke, damit wir die ganze Strecke für uns haben. Okay, warten wir mal. Ah, okay, da wird gerade angezeigt, es darf losfahren. Okay. Dann schauen wir einfach mal, wie wir mit den Pedalen klarkommen. Also das Gaspedal fühlt sich gerade super geschmeidig an. Es gefällt mir sehr. Ich habe das Gefühl, ich sitze in meinem Audi, was das Gaspedal angeht. Also nur das Gefühl am Gaspedal. So, jetzt würde ich erstmal die Kupplung testen. Als Startübung sozusagen. Mal gucken, wie das Pedal reagiert. Also, erster Gang ist drin und Kupplung ist durchgetreten und Vollgas. Ne? Ach, jetzt habe ich vergessen, den Pitlimiter mit da rauszunehmen. Das war natürlich nicht so gut. Also nochmal. Okay, das hätte besser klappen können, aber das war eher ein Fehler von mir. Aber die Kupplung noch, die ist auch gut gelungen. Jetzt konzentrieren wir uns mal. Die Räder sind noch kalt. Mal die Bremse abchecken. Also die lässt sich super dosieren auch. Ich bin bis jetzt von den Pedalen super positiv überrascht. Das Bremspedal gibt einem wirklich das Gefühl, dass man ja alles unter Kontrolle hat. Bis jetzt. Man soll den Tag nicht vom Abend loben. Das war nicht so optimal, aber mir kommt so vor, als ob ich die Pedale schon länger benutze. Also man kommt sofort zurecht damit. Wir werden jetzt sehen, wenn wir mal ein bisschen fester bremsen müssen, wie es da reagiert. Hier ist schon mal gleich so ein Punkt. Ja, doch. Also ist gut genug. Ich bin schon ein bisschen erstaunt darüber, dass ich auf Anhieb so gut klarkommen mit dem Pedal. Ich meine, wir sind im Porsche Cup. Das ist ein Biest. Und wir haben alles in Stock-Einstellungen gelassen. Also so wie es angekommen ist. Wir haben nichts verändert. Und das ist für mich auch nochmal überraschend. Dass man auf Anhieb wirklich ohne Einstellungen so gut klarkommt. Jetzt auch, guck mal, ich konnte echt sehr gut bremsen. Gefühlvoll. Okay, ich muss sagen, ich bin nicht der Schnellste. Also achtet nicht auf meine Zeit oder auf meine Fahrweise. Ich höre schon meine Teamkollegen zu sagen, oh, was macht er da, was für eine Linie fährt er. Wir testen ja nur die Pedale. Jetzt ist alles erlaubt. Und hier auch, also die Bremse ist echt super geschmeidig dosierbar. Ich habe jetzt ja keine krassen blockierenden Räder. Das ist sehr gut. Das auf der Nordschleife. Wow. Die Pedale gefallen mir sehr.
muss noch dazu sagen, normalerweise fahre ich ohne Schuhe. Jetzt habe ich extra die Schuhe besorgt. Das heißt, ich habe jetzt nochmal eigentlich einen Gefühlsverlust durch die Schuhe, woran ich mich gewöhnen müsste. Umso mehr erstaunt es mich, dass ich ja so gut klarkomme mit den Pedalen. Ja, es ist sehr, sehr überraschend, positiv überraschend. Also ich hatte ja schon einige Pedale, aber mit keinem, wirklich mit keinem, bin ich auf Anhieb so gut klargekommen. Schon krass irgendwie. Sagen, ob es Gaspedal ist oder ob es Bremspedal, das fühlt sich alles wirklich sehr gut an. Also Simagic hat da wirklich was abgeliefert, du. Hätte ich so nicht gedacht. Und die Qualität der Pedale, ja, die sehen einfach verdammt gut aus und die Verarbeitung ist wirklich top. Ich bin wirklich überrascht. Wenn man bedenkt, die Pedale kommen aus China. Die Qualität, die ist echt verdammt gut. Das ist ohne Fehler. Einzige war, wie gesagt, dieses Spiel zwischen den Pedalarmen, besser gesagt die Befestigung von den Pedalarmen an den Dämpfern, wo die Bolzen sind oder wo die Führungen sind. Aber das kann man auch leicht beheben. Also, Simagic, ihr habt super Arbeit geleistet. Ja, wie ihr schon hören könnt, ich bin sehr zufrieden mit den Pedalen. Also, die haben mich auf Anhieb jetzt wirklich überzeugt. Und ja, es wird sich dann zeigen nach einem längeren Test. Das war's von mir hier auf der Strecke. Ich gebe jetzt zurück zu mir ins Rig. Ihr seid hier wieder zurück bei mir in meinem Rig. Die Pedale haben wir jetzt ein bisschen getestet. Im Moment habe ich wirklich nur Positives über diese Pedale zu sagen. Es hat mir jetzt Spaß gemacht, diese Runde mit den Pedalen zu fahren. Die fühlen sich echt klasse an. Man kommt sofort klar mit den Pedalen, ob es jetzt Gaspedal ist, Kupplung, okay, da haben wir einen Startversuch gemacht, aber da auch, man kommt damit auch super zurecht. Vor allem auch das Bremspedal, super geschmeidig, man findet immer den Punkt, was man sucht. Man hat immer das Gefühl, dass man die Kontrolle über die Pedale und das Fahrzeug hat. Aber wie gesagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich werde jetzt nämlich die Pedale circa 4 Wochen lang testen und erst dann meine Meinung abgeben, also mein Fazit. Apropos Fazit, ich schicke euch jetzt direkt zum Fazit.
was für mich 4 Wochen in der Zukunft liegt, für euch aber nur ein paar Sekunden. Also dann, ab zum Fazit. Willkommen zurück hier ins Studio und zum Fazit. Bevor ich zum Fazit komme, möchte ich erstmal ein paar Infos über die Pedale hier loswerden. Als erstes, ihr könnt die Pedale, wenn ihr sie kaufen wollt, hier in Deutschland bei SimMotion GmbH in Hildesheim bestellen. Der Geschäftsführer, der Jens Purkott, ist echt ein netter Kerl. Der hilft euch, wenn es Probleme gibt, einfach bei ihm melden und der kümmert sich dann um euch. Das hat er auch hier bei mir gemacht, aber dazu später mehr. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Pedalen. Das hier, was ihr jetzt hier seht, ist die Standardvariante. Es gibt 4 Versionen von diesen Pedalen. Zum Zeitpunkt des Drehs. Was danach kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, 4 Versionen. Das hier ist die Standardversion und das kostet 799 Euro. Was haben wir hier? Wir haben hier 3 gleiche Pedalplatten und es ist der 100 Kilo Sensor eingebaut. Die nächste Variante wäre genau das gleiche mit den gleichen Pedalplatten, aber mit einem 200 Kilo Sensor. Das kostet 849 Euro. Dann gibt es beides, also die 100 Kilo Variante und die 200 Kilo Variante, jeweils mit einem langen Gaspedal, mit einer Gaspedalplatte, die lang ist. Ja, das ist die einzige Veränderung. Und die mit der 100 Kilo Variante kostet 849 Euro. Und das mit der 200 Kilo Variante dann 899 Euro. Ja, das waren auch die Preise. Dann gibt es noch 4 optionale Teile zu kaufen. Einmal habe ich ja schon mal beschrieben, das was ans Gaspedal kommt, dieses L-Stück zum Abstützen des Fußes während der Fahrt. Die Preise weiß ich noch nicht, dann noch nicht fest. Dann gibt es die 200 Kilo Variante, also den 200 Kilo Sensor selber einzeln zu kaufen. Dann gibt es eine Carbonplatte, die genau hier hinkommt. Kann man mit Abstandmuttern so festschrauben. Das ist halt quasi für die als Fußstütze gedacht, was man da ein bisschen erhöhen kann. Aber komplett aus Carbon. Und als viertes und letztes Teil, wie vorhin erwähnt, hat diese lange Gaspedalplatte. Die ist halt doppelt so lang, glaube ich, wie die normalen. Das sind die 4 optionalen Teile, die man kaufen kann. Und ja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Fazit, was die Pedale an sich betrifft. Wie ihr wisst, habe ich ja die Pedale jetzt circa 4 bis 5 Wochen getestet. Die waren halt die ganze Zeit auch in Benutzung. Ich habe bis auf ein Problem nicht gehabt mit den Pedalen, also negatives. Es war die ganze Zeit echt super zu fahren damit. Und zwar, immer wenn ich mein PC, der an war, wenn ich dann einen Neustart durchgeführt habe, kam es dann manchmal zu dem Fall, dass die Verbindung zwischen dem Controller hier, also zwischen dem Pedal und dem PC, einfach abgebrochen ist. Ich musste dann immer die USB-Verbindung einmal trennen und nochmal einstecken, dann lief es wieder. Und während der 4 Wochen hatte ich immer das Gefühl, ich habe die Pedale schon viel länger. Also das heißt, ich habe mich richtig wohl gefühlt mit den Pedalen und ich hatte auch nicht den Drang, irgendwas an den Einstellungen zu verändern. Also das war auch überraschend, dass ich mich da mit den normalen Einstellungen direkt wohlgefühlt habe. Ich kam zu jeder Zeit zurecht mit allen 3 Pedalen und das Gefühl, was man bei den Pedalen hat, war wirklich real, also hat sich immer real angefühlt und vor allem, dass man immer wusste, dass man selber wirklich die Kontrolle hat, das war auch immer ein Pluspunkt. Und ich wusste immer wirklich, wie ich die Bremse etc. oder das Gaspedal dosieren muss. Das hat auch super geklappt. Also ich bin wirklich hochzufrieden mit den Pedalen. Und dann aber, als ich die Pedale von meinem Rig abmontiert habe, habe ich gemerkt, dass am
Gaspedal hier, dass hier so alles Öl war. Ja, also der Dämpfer hat Öl verloren. Ich habe während der 4 Wochen davon nichts gespürt. Also es hat einwandfrei weiter funktioniert. Und dann habe ich mich bei Jens gemeldet, bei Jens Purkot, also bei Purkot, bei Sim Motion GmbH. Und ich habe es ihm geschildert. Ich habe ihm erzählt, hier mit der Geräuschkulisse, mit den Geräuschen hier an den Federn. Und dann habe ich das erzählt mit dem USB und halt das hier, dass das Gaspedal Öl verliert. Und was hat er gemacht? Also super schnell reagiert, wirklich super schnell, hat er mir das Päckchen hier zugeschickt. Am zweiten Tag war es schon da. USB-Probleme, okay, hat er mir einen neuen USB-Controller geschickt. Der alte ist ja hier. Dann habe ich hier bekommen einen niegelnagelneuen Dämpfer. Muss man natürlich noch wechseln. Aber wie gesagt, am zweiten Tag war alles da. Und was die Bremse und die Federn hier betrifft, da hat er mir gesagt, okay, da ist so ein weißes Teil. Da ist hier. Und zwar genau mittig hier zwischen den Federn. Bei diesem roten Aluring hier, genau dazwischen, ist dieses weiße Bauteil. Der meint einfach, dieses weiße Bauteil entfernen und dann ist es weg. Das wäre bekannt und das ist die Ursache dafür. Ich habe es jetzt entfernt. Was soll ich sagen? Tatsache, jetzt ist alles schön ruhig. Also hätte ich vor 4 Wochen das mal gewusst, ne? Und dann hätte ich die ganze Zeit wirklich super leise Pedalerie gehabt. Aber jetzt, wie gesagt, im Endeffekt, jetzt wo alles behoben ist, ja, kann ich die Pedale wirklich, ja, mit reinem Gewissen weiterempfehlen. Ich finde die Pedale echt super. Die sehen optisch super aus, aber wirklich von jeder Seite. Qualitativ sind sie sehr hochwertig. Ich konnte kein Spiel feststellen, bis auf die hier an den Pedalarmen. Ja, aber das ist auch minimal. Ja, sonst nichts. Und wie gesagt, die Qualität, da bin ich immer noch wirklich überrascht. Und da hat Simagic echt gute Arbeit abgeliefert. Wie gesagt, ich kann die Pedale jedem empfehlen. Und vor allem Preis-Leistung ist hier wirklich, ja, wie ich finde, sehr gut. Ich habe keine andere Pedalerie gesehen für diesen Preis mit einer hydraulischen Bremse. Und die auch noch super funktioniert. Also, ja, wie gesagt, ich würde wirklich die Pedale jedem empfehlen. Und wir werden damit Spaß haben. Ja. Okay. Das zu den Pedalen und zu meinem Fazit. So sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dass ihr diesen Kanal abonniert habt, ein Like da gelassen habt und auch auf die Glocke geklickt habt. Denn ihr müsst wissen, das ist wirklich sehr wichtig für unser Kanal. Falls die Unterstützung von euch in Form von Abonnements und Likes nicht kommen, dann wird es sehr schwer, Hardware für weitere Videos von den Herstellern zu bekommen. Ihr wisst, die achten immer auf die Abozahlen. Okay, aber ich vertraue euch, ich glaube an euch und ich weiß, dass wir es zusammen so weiterhin machen können. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ersin out.